ich versuche mal das jetzt ganz anschaulich zu machen. Stellen Sie sich mal vor, ich habe ein Maßband, sogar zwei mitgebracht. Und ich werde Ihnen mal versuchen, das ganz dramatisch zu erzählen. Wir haben hier einen Tisch. Dieser Tisch hat dieselbe Höhe, egal wo Sie sich anschauen. Ich habe ein Maßband mitgebracht. Und merken Sie sich mal, 74,5. Das ist der Abstand von dieser Kante bis zum Boden. 74,5. Jetzt habe ich auch mitgebracht ein Behälter. Jeder weiß, was das ist, ne? So, Behälter, wie man bestimmte Getränke trinken kann. Und jetzt stelle ich mal diese Behälter hier. Und dieses Abstand von 74,5 bedeutet für diese Behälter ein Risikofaktor. Ja. Wenn dieses Behälter mal runterfallen würde, dann könnte es sein, dass seine psychische Entwicklung komplett zerstört wird. Klar, Risikofaktor. Welcher Risikofaktor haben wir hier? 74,5. Okay, klar, Risikofaktor. So, ich habe hier auch einen Behälter. Ne? Selbe Funktion. Ich stelle diesen Behälter neben dran. Welcher Risikofaktor ist dieser Behälter aufgesetzt? Ja, genau dasselbe. Wenn ich mal da drauf klicke, passiert nichts. Und ich habe das schon in meinem Büro 100 Mal probiert. Und da passiert nichts. Da geht nicht kaputt. Und wissen Sie, warum der nicht kaputt geht? Weil seine eigene Konstitution ganz anders ist als diese hier. Ganz wichtig für Pädagogen, nicht jedes Kind ist gleich. Manche Kinder haben bestimmte Konzeptionen in sich oder durch ihre Umwelt. Manche Kinder haben das nicht. Das heißt, dieses Bild hier von Schutz, von Risikofaktor, nicht ein Risikofaktor ist nicht dasselbe Risikofaktor für jeden Mensch. Ganz klar, und ich werde mein Plädoyer an Sie als Pädagoge immer mal das zu internalisieren. Wir tendieren, aber diese Sache hat bei derjenigen geklappt. Aber diese Maßnahme hat bei der Herr so und so geklappt oder bei der Kind. Also, wir arbeiten mit Menschen, die Individuen sind. Manche zerbrechen, wenn die dieser Risikofaktor aufgesetzt sind, manche nicht. So, ist klar der Konzept von Risikofaktor? Gut, dann mache ich mal Folgendes. Ich habe eine Decke mitgebracht. Und dieser Decker, der ist für mich als Mensch, ich bin auch ein Mensch, die auf Risikofaktor aufgesetzt wird. Ne? Also ein Brasilianer aus Nordostbrasilien, die tiefste Temperatur, die ich gehabt habe, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, war 18 Grad plus. So, ich komme nach Deutschland, ich habe eine Tante und meine Tante hat gesagt, das ist doch so kalt, Kind, was machst du denn dort? Was machst du? Da hat die tatsächlich diese Decke gekauft und hat gesagt, nimm es mit. Die blöde Decke, die hat meine ganze Gepäck, aber ich habe es mitgenommen, weil Schutzfaktor. Ne? Jetzt nehmen wir die Idee, das geht von meiner Tante, gedacht für mich als Schutzfaktor, und zu der Zeitpunkt habe ich sogar den Begriff Resilienz gar nicht gekannt. Ne? Also, nehmen wir das Deckel von meiner Tante, die als Schutzfaktor dient, und schmeißen wir einfach nur den Glas drauf. Passiert nichts. Ne? Das heißt, Schutzfaktoren sind die Faktoren, die für dieses Individuum aus Glas verhindert, dass der psychische Störung auftritt. Wenn dieses Konzept klar geworden ist, wenn Sie mal das verinnerlicht haben, dann haben wir unseren Tag schon gewonnen.